Ja, willkommen zu unserem dritten Podcast mit Professor Robetz von der Universität Hamburg. Schon fast ein altbekannter Gast hier in diesem Format. Und heute geht es um ein Thema, was sich ein bisschen sperrig anhört, was aber eigentlich, finde ich, eine hohe Praxisrelevanz hat, gerade im Bereich auch des Asset Managements, nämlich um das Thema Short-Termism. Wie man das definiert, werden wir gleich noch genau besprechen. Aber ich habe mir gedacht, ich erzähle mal zum Anfang eine Geschichte, die sich tatsächlich so begeben hat vor einigen Wochen. Ein Freund von mir ist Ingenieur beim großen deutschen Autokonzern. Ich sage jetzt mal nicht, um welchen Konzern es sich dort handelt. Und dort gab es wohl intern einen kleinen Aufstand von Ingenieuren, die sich mehr und mehr darüber geärgert haben, dass dieses Unternehmen bei ganz vielen Zukunftstechnologien, die durchaus relevant sind für die Wettbewerbsfähigkeit, nicht mehr selbst entwickelt, sondern immer mehr mit Kooperationen arbeitet. Und da haben die Ingenieure gesagt, ganz vieles, was wir jetzt sehr umständlich im Rahmen von Kooperationen in unsere Wertschöpfungskette holen, das könnten wir eigentlich auch selbst entwickeln. Gebt uns doch 18 oder 24 Monate und dann können wir das mindestens genauso gut. Wir haben dann die Patente selbst, wir können viel freier agieren und haben eigentlich viele Vorteile, langfristig, auch wenn das kurzfristig vielleicht ein bisschen Geld kostet, hier Forschung und Entwicklung zu betreiben. Und dann hat der Vorstand gesagt, ja, im Prinzip habt ihr recht, aber wir können uns das kurzfristig nicht erlauben, wir brauchen jetzt die Erfolge. Und das ist vielleicht ein sehr konkretes Praxisbeispiel für das, was die Wissenschaft unter Short-Termism meint oder beschreibt. Und Wolfgang, vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer definieren, was man tatsächlich im akademischen Kontext darunter versteht. Ja, also Short-Termism ist der englische Begriff für das, was man im Deutschen so umschreiben könnte, der beste Begriff Kurzfristorientierung. Also es geht darum, dass man kurzfristig handelt, um kurzfristig vielleicht Gewinne hochzutreiben, ohne dass man die langfristigen Effekte berücksichtigt. Also man versucht etwa kurzfristig den Aktienkurs nach oben zu treiben, indem man beispielsweise Forschungs- und Entwicklungskosten zurückschraubt. Das war eben ein Beispiel. Und damit kurzfristig seine Gewinne pro Aktie, das ist häufig so eine Zielgröße, auf die der Markt blickt, zu erhöhen. Und aber langfristig ist das nicht die optimale Strategie. Also man neigt dazu häufig, dass man Projekte favorisiert, die sehr kurzfristige Ergebnisseffekte haben, die kurzfristig Zahlungsströme generieren. Aber es gibt vielleicht alternative Projekte, die deutlich profitabler wären, die aber zunächst mal höhere Kosten verursachen, zu einer Ergebnisdelle führen, aber langfristig den fundamentalen Wert des Unternehmens erhöhen würden. Und Beispiele gibt es viele, du hast eines genannt, eben in der Produktion. Man kann sagen, ich kaufe die billigere Maschine, weil das ist heute billiger, ich muss mich vielleicht nicht über den Kapitalmarkt refinanzieren, aber langfristig wäre es besser, eine teure Maschine zu kaufen, die eine bessere Technologie hat, die günstiger produzieren kann, und langfristig wäre es eben besser, diese teurere, sophistiziertere Maschine zu kaufen. Anderes Beispiel, Forschung und Entwicklung. Ich kaufe eher zu, um heute meine Kosten zu drücken, wäre aber besser, langfristig sozusagen die Kontrolle über diese Technologien zu haben, auch wenn das eben erst später zu positiven Ergebnissen führt und möglicherweise auch gar nicht, wenn Forschung und Entwicklung ist per se ein riskantes Geschäft. Also das führt nicht immer zu Erfolgen. Man sieht es aber auch in anderen Unternehmensbereichen wie Mitarbeiterförderung. Also wenn ich sage, ich will in die Mitarbeiter investieren, Weiterbildungen, Schulungen, dann kann ich sagen, gibt es da überhaupt einen Lerneffekt? Das kostet mich heute viel Geld. Lernen die was? Werden die geschult auf neue Technologien, neue Skills, die man braucht? Und vielleicht bleiben die gar nicht im Unternehmen, sondern sind nachher so viel wert am Markt, dass sie weggehen und anderswo mehr Geld verdienen können. Also das sind alles so Beispiele, wo man sehen kann, wo es so einen Zielkonflikt gibt zwischen kurzfristigem und langfristigem Agieren. Und wenn das so wäre, dann wäre das natürlich nicht gut. Wir wollen nicht, dass Manager kurzfristig agieren. Wir wollen, dass sie den fundamentalen Warenwert des Unternehmens maximieren. Wobei man natürlich unterstellen könnte, dass ein Investor sowieso immer den fundamentalen langfristigen Wert eines Unternehmens im Blick hat und sich davon eigentlich gar nicht so sehr irritieren lässt, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Das Spannende ist, dass aber auch offensichtlich selbst die Politik sich bemüßigt fühlt, dieses Thema sich genauer anzuschauen. Und selbst die EU hat offensichtlich gewisse Regulierungsvorhaben, die in diese Richtung gehen oder zumindest das Thema Short-Termism auf eine Art bearbeiten. Ja, das Thema ist hochaktuell.
auf Ebene der EU-Kommission im Rahmen dieses Green New Deals, über den man ja im Moment sehr viel lesen kann, gibt es auch ein Vorhaben, das nennt sich Sustainable Corporate Governance. Also wir wollen die Kontrollstrukturen in Unternehmen auch nachhaltig ausrichten, also Sustainable Corporate Governance. Und da wird es also ganz sicherlich Eingriffe in das Gesellschaftsrecht geben in der nächsten Zeit. Und ich finde, was jetzt aus unserer Sicht über das Thema, das wir heute sprechen, besonders wichtig ist, da wird sehr viel gesprochen über den sogenannten Short-Term Shareholder Value. Was eigentlich erst mal Quatsch ist. Genau, also es gibt einen kurzfristigen Aktionärswertmaximierung. Ne? Und wenn das tatsächlich so wäre, hat das natürlich negative Folgen auf die wirtschaftliche, ökologische, soziale Nachhaltigkeit der Unternehmen. Die Frage ist nur, ist das tatsächlich so? Ne, ist Short-Termism wirklich ein Problem, das wir auf breiter Ebene sehen? Hat das makroökonomische Konsequenzen? Hat das Konsequenzen fürs langfristige Wirtschaftswachstum? Also die Frage ist so ein bisschen, ist Corporate Governance sinnvoll und da auch Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen? Antwort ja, natürlich. Wir wollen, dass Manager nachhaltig agieren. Ist Short-Termism vielleicht manchmal ein Problem? Ja, wahrscheinlich auch. Schon, ja. Aber die Frage ist so ein bisschen, Sterblichkeit ist auch ein Problem. Wir wollen auch nicht, dass Leute frühzeitig sterben. Da wollen wir auch ein möglichst langfristiges Leben haben. Die Frage ist nur, was sind die Gründe, dass Manager möglicherweise kurzfristig agieren? Und wie ausgeprägt ist das Problem? Und ich glaube, darüber sollten wir uns ein bisschen unterhalten. Genau, und da wird ja oftmals behauptet, das hat was mit Shareholder Value zu tun. Man könnte den Wert eines Unternehmens vielleicht maximieren, dadurch, dass man immer eher kurzfristig agiert. Und das ist ja konzeptionell eigentlich ein Widerspruch in sich. Ganz richtig. Also häufig wird argumentiert, und das scheint so ein bisschen auch die Denke zu sein, die da in der EU-Kommission vorherrscht, dass man sagt, dieses ganze Konstrukt von Aktionärskapitalismus hat immanent diese Kurzfristigkeit in sich. Man muss immer irgendwie handeln und irgendwas tun, damit man den Wert maximiert. Aber wenn ich meine Grundlagenvorlesung Corporate Finance, Unternehmensfinanzierung 1 unterrichte, dann ist einer der ersten Themen, dass wir über den sogenannten Kapitalwert sprechen. Sprich, wie bewerten wir Unternehmen, wie bewerten wir Projekte? Ja, da sagen wir haben zukünftig erwartete Zahlungsströme. Die wissen wir natürlich heute nicht genau. Das sind irgendwelche Erwartungen, die wir haben, hoffentlich gut abgestützte Erwartungen. Und die müssen wir auf den heutigen Zeitpunkt diskutieren. Wir können darüber diskutieren, was der richtige Zinsfaktor ist. Da haben wir viele Theorien. Aber es sind alle Zahlungsströme. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag genau. Im Grunde genommen. Ne? Ja. Und daher ist das Argument, dass Shareholder Value grundsätzlich kurzfristig orientiert ist, eigentlich falsch. Ganz im Gegenteil. Konzeptionell schon irreführend eigentlich. Ganz im Gegenteil, es ist gerade nicht ausgerichtet, darauf kurzfristig zu sein. Genau. Und deswegen ist weniger das Problem, dass die Aktionäre und die Manager zu viel zu sagen hätten im Unternehmen, viel schlimmer wäre es, oder Entschuldigung, nur die Aktionäre etwas zu sagen hätten, viel schlimmer wäre es, wenn wir statt einem Aktionärskapitalismus einen Managerkapitalismus hätten, wo Manager einfach nur ihre persönlichen Ziele im Unternehmen verfolgen, ohne dafür irgendwie rechenschaftspflichtig zu sein. Und dafür, finde ich, gibt es durchaus Hinweise, dass das teilweise vorliegt und dann eben auch Probleme verursacht. Und da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Ein weiterer Punkt, den ich eigentlich relevanter finde als das Thema Shareholder-Kapitalismus oder die Rolle von Shareholder-Value, ist das Thema Eigentümerstrukturen. Ja. Ich habe selber tatsächlich in der Universität mal in meiner Einführung BWL-Vorlesung gelernt, kein Witz, dass Deutschland vielleicht deswegen einen Vorteil hat gegenüber Amerika, weil wir hier tendenziell andere Eigentümerstrukturen haben. Bei uns ist vor allem der Mittelstand natürlich sehr eigentümergetrieben. Das sind meistens keine börsennotierten Unternehmen. In Amerika sind viel, viel mehr Unternehmen börsennotiert. Auch wenn man sich mal die Market Cap der amerikanischen Unternehmen anschaut, relativ zur Wertschöpfung, zum BIP, ist das ein viel größerer Teil als in Deutschland. Und dann hieß es damals in der Vorlesung, die Tatsache, dass in Deutschland eben nicht so viele Unternehmen börsennotiert sind, ist wahrscheinlich ein Vorteil, weil es hilft, dass Manager langfristig denken und nicht von Quartal zu Quartal Reports abliefern müssen und dann quasi eben in dieser Kurzfristigkeit gefangen sind. Also das Thema Eigentümerstrukturen mag eine Rolle spielen. Die Frage ist, ob es wirklich so krass ist, in Wirklichkeit, wie damals der Professor es vor 20 oder 30 Jahren vermutet hat.
Ja, also Eigentümerstrukturen ist ein ganz wesentlicher Punkt hier, ganz richtig. Und wir haben in Deutschland natürlich ganz andere Eigentümerstrukturen als in den USA. Und insofern die ganze Debatte über Short-Termism ist natürlich aus den USA auch nach Europa geschwappt. Und es gibt gute Gründe, dass das in Deutschland vielleicht nicht so ausgeprägt sein sollte, dieses Problem. Am Ende ist es eine empirische Frage und dazu gibt es viele Untersuchungen. Wir haben dazu selbst am Lehrstuhl auch einige Untersuchungen angestellt. Und die Evidenz ist gemischt, sag ich mal, wie häufig. Also es gibt viele amerikanische Studien, die zeigen, dass börsennotierte Gesellschaften weniger investieren als privat gehaltene Unternehmen. Das muss aber nicht zwingend schlecht sein, denn mehr Investitionen heißt ja nicht immer, dass diese Investitionen auch profitabel sind. Also ja. Daraus können wir jetzt noch relativ wenig sagen. Was vielleicht wichtiger ist hier, ist, dass man so ein bisschen die Effizienz dieser Investitionen sich anschauen kann. Und was man da tut, ist, dass man sagt, wie gut kann ein Unternehmen reagieren auf Investitionsanreize? Wie schnell und wie effizient kann ich auf solche Anreize reagieren? Also Investitionsmöglichkeiten steigen, investiert das Unternehmen auch schneller. Und da finden also in den USA die Studien, dass die privat gehaltenen Unternehmen tatsächlich effizienter reagieren. Interessanterweise finden wir für einen sehr großen europäischen Datensatz genau das gegenteilige das Resultat. Insofern ist der Befund hier nicht eindeutig und man muss sagen, das sind gute Argumente, aber wir können das empirisch nicht abschließend belegen. Aber vielleicht muss man sich auch mehr anschauen, wie aktivistisch Investoren sind. Denn es gibt ja im Prinzip mindestens mal zwei große Gruppen von Investoren. Die einen, das sind die, die Aktien kaufen, genau, und dann halten, aber natürlich nicht aktiv im Unternehmen eingreifen. Und die anderen sind die, die größere Teile eines Unternehmens kaufen und dann durchaus auch aktivistisch Einfluss nehmen auf das Management, überhaupt Versammlungen oder andere Maßnahmen. Und da könnte man ja zumindest die Angst haben, dass vor allem die eher aktivistisch ausgerichteten Eigentümer, Aktionäre, vielleicht besonders stark auf kurzfristiges Handeln abzielen oder das sogar forcieren oder erwarten. Richtig, also dieser Grad des Aktivismus, den Aktionäre an den Tag legen, ist ein ganz zentraler Punkt. Und wenn das, was wir besprochen haben, wirklich so ein Problem darstellt, dann muss man sich einfach empirisch anschauen, was ist das Ergebnis von Aktionärsaktivismus, der besonders stark ausgeprägt ist. Also die Aktionäre, die sich besonders aktiv ins Unternehmensgeschehen einschalten, die müssten ja eigentlich besonders schädlich sein für die Nachhaltigkeit der Unternehmen. Und da hat man sich in der Literatur vielfach so aktivistische Hedgefonds angeschaut. Ne? Hedgefonds, die reingehen und dann das Unternehmen völlig umkrempeln wollen, die keinen Stein auf dem anderen lassen möchten und da wirklich ganz laut und schillernd da reingehen und Veränderungen verlangen in jeglicher Hinsicht. Und da müsste das ja dann besonders schlimme Auswirkungen haben, ne? Weil die wollen kurzfristige Rendite sehen. Und man sieht aber, da gibt es also auch viele Studien dazu, dass sowohl kurz- als auch langfristig die Unternehmen, wo eben solche aktivistischen Hedgefonds reingehen, durchaus Outperformance zeigen. Dass die auch langfristig bessere Renditen haben, dass die auch operativ ihr Geschäftsmodell besser steuern, dass die profitabler sind, also dass nicht nur der Aktienkurs nach oben geht, sondern dass sie tatsächlich profitabler sind, dass die zum Beispiel höherwertige Patente, die einen höheren Wert haben, auch generieren. Und insgesamt muss man sagen, gibt es eigentlich keinen Beleg dafür, dass aus einer Short-Termism-Brille heraus diese aktivistischen Investoren per se schlecht sind. Also diese Beispiele gibt es natürlich. Klar. Aber so per se im Schnitt führen die tatsächlich eigentlich zu besserer Unternehmensperformance und zwar auch langfristig. Ja, interessant. Und jetzt gibt es neben dem Grad der Aktivität der Aktionäre noch vielleicht eine andere Möglichkeit, nach der man quasi Aktionäre einordnen kann, und zwar nach der Frage des Investmenthorizontes. Man könnte jetzt die These aufstellen, dass Investoren, die sehr, sehr kurzfristig nur Positionen halten,
auch nur ein sehr kurzfristiges Interesse haben und dementsprechend auch in ihrer Informationsverarbeitung gar nicht darauf achten, was langfristig passiert, sondern nur auf den kurzfristigen Effekt abzielen und damit auch fast Anreize setzen, an das Management kurzfristige Effekte zu produzieren. Und wenn das so wäre, dann wäre natürlich eine kurzfristige Haltedauer per se möglicherweise problematisch für das Verhalten von Unternehmen. Das ist eine der schlimmsten Befürchtungen, die in der EU-Kommission gehegt worden sind. Also in diesem Bericht zu dieser Sustainable Corporate Governance ist das ein ganz zentrales Thema. Man macht sich also Sorgen um die zunehmende Präsenz von Anlegern, von Aktionären, die einen sehr kurzen Investitionshorizont haben. Da kann man sagen, ja gut, wenn schon die Anleger einen kurzen Zeithorizont haben, dann würde sich das automatisch auf die Manager übertragen, die dann auch sehr kurzfristig agieren. Und hier ist aus einer theoretischen Perspektive das zu sagen, was du schon angesprochen hast. Ich meine, es ist nicht jeder, der sofort eine Aktie verkauft nach einer kurzen Haltedauer, irgendwie ein Spekulant, der irgendwie eben nur kurzfristige Gewinne mitnehmen möchte. Dieses Argument verwechselt so ein bisschen die Tatsache, dass ich durchaus kurzfristig veranlagt sein kann, aber gleichzeitig eine sehr lange, langfristige Orientierung haben kann, einen sehr langen Zeithorizont haben. Ich bewerte das Unternehmen aus einer Langfristbrille, komme zum Schluss, dass das Unternehmen einfach schlecht wirtschaftet und sein Potenzial nicht entsprechend nutzt und verkaufe. Das ist eine informierte Entscheidung. Und wenn ich verkaufe, bringe ich genau diese Information in den Markt rein. Und sie reduziert tendenziell eine Fehlbewertung des Unternehmens, was ja immer nur von Vorteil sein kann. Das heißt, genau, diese Kurzfristinvestoren bringen den Preis eher weiter hin zum Fundamentalwert als weiter weg. Das führt eher zu einer Effizienz der Märkte. Genau. Also ja, das mag manchmal ein Problem sein. Und wir sehen das auch, also die Anzahl der Anleger, die also sehr kurzfristig investiert sind, der steigt tatsächlich. Das ist empirisch so. Aber es ist nicht per se so, dass jeder, der schnell wieder verkauft, das nur tut, um kurzfristig Kasse zu machen. Und auch da sind die empirischen Befunde gemischt. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Unternehmen, die sehr kurzfristige Investoren drin haben, zum Beispiel weniger Forschung und Entwicklung machen, dass die grundsätzlich schlechtere Corporate Governance haben, dass die schlechtere M&A-Transaktionen durchführen, die weniger werthaltig sind. Aber wir selbst haben eine große Studie gemacht, auch mit Nicht-US-Daten, also globalen Daten, alles außerhalb der USA. Und wir finden da auch das Gegenteil. Also wir finden, dass gerade in Märkten, wo die Liquidität sehr hoch ist, nämlich wo ich mit großer Wahrscheinlichkeit glaubwürdig drohen kann. Das ist eine sehr glaubwürdige Drohung. Ja, eben, genau. Da ist dieses Drohpotenzial, rauszugehen und die schlechte Information in den Markt zu bringen, sehr glaubwürdig. Eben. Und das ist ein Anreizmechanismus für Manager, entsprechend langfristig den Wert zu maximieren. Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Jetzt haben wir sehr viel über den möglichen Einfluss von Aktionären auf Unternehmen und auf kurzfristiges Verhalten geredet. Aber wahrscheinlich müsste man sich auch tatsächlich nochmal die Anreize anschauen, die auf Manager wirken. Das ist vielleicht am Ende noch das spannendere Thema in der Praxis. So wäre das zumindest meine Vermutung. Ja, es gibt große Anreize für Manager, sich kurzfristig zu verhalten. Das ist so. Und das wichtigste Beispiel ist, dass alle auf diese EPS-Zahlen schielen, dieser Gewinn pro Aktie, Earnings per Share. Und Analysten, die eben Unternehmen covern, die Unternehmen sozusagen analysieren und dann ihre Gewinnerwartungen in die Öffentlichkeit tragen, das stellt natürlich für Manager eine große Herausforderung dar. Und die werden natürlich alles tun, um diese Erwartungen des Marktes zu erfüllen. Also eigentlich kann man sagen, Manager managen die EPS-Zahlen. Also erst die Erwartungen und später dann auch tatsächlich die Zahlen, die sie liefern. So ein Prozess, der in beide Richtungen geht. Genau. Man versucht natürlich Analysten gewisse Informationen zu geben in der Erwartung, dass sie die entsprechend lesen und interpretieren. Und dann stehen die Prognosen draußen und dann muss man sie natürlich auch erfüllen. Das ist so eine Wechselwirkung. Und dass tatsächlich dann auch versucht wird, sie zu erfüllen, kann man an der Verteilung der Ergebnisse am Ende ganz gut erkennen. Es gibt eine Prognose und danach werden die Daten veröffentlicht. Und wenn man das mal so im Querschnitt über alle Aktien im MSCI World oder so sich anschaut, dann gibt es dort tatsächlich eine sehr interessante Verteilung. Eigentlich wäre so eine Glockenkurve zu erwarten, aber die kriegt man überhaupt nicht hin. Genau. Man würde erwarten, dass halt Earnings per Share, diese Gewinne pro Aktie, irgendwie halt so symmetrisch verteilt sind. Ja. Ganz, ganz zufällig irgendwie. Ja. Ne? Aber man sieht, dass es ganz wenige Unternehmen gibt, die diese Earnings per Share Ziele
ganz knapp verfehlt. Und dann sieht man einen großen Verteilungsbauch da, wo man ganz knapp drüber liegt, nicht? Und das deutet darauf hin, dass Manager alles tun, diese EPS aktiv zu steuern, um eben ganz knapp über der Ziellinie zu liegen. Und das kriegt man fairerweise natürlich nur hin, indem man kurzfristig eingreift. Genau. Das kriegt man nicht hin über langfristig gedachte Maßnahmen, sondern das mache ich, indem ich kurzfristig mein F&E etwas runterfahre, vielleicht Einstellungsprogramme etwas hinauszögere oder. Ganz genau. Und das sieht man, also es gibt eine bekannte Umfrage in der Literatur, wo man Finanzvorstände in den USA befragt hat, und da haben also weit über 80% angegeben, dass sie bereit sind, nur um die EPS-Ziele zu erfüllen, Forschung und Entwicklung, Marketing, Wartung für Maschinen, die sie haben, einfach zurückzustellen, nur um diese kurzfristigen Ziele zu erfüllen. Und was noch schlimmer ist, über die Hälfte hat sogar zugegeben, dass sie große Investitionsprojekte nach hinten verschieben, um eben nicht ihre EPS-Ziele zu verfehlen. Das Ganze ließe sich ein bisschen entschärfen, wenn man darauf verzichten würde, vielleicht eine Quartalsberichterstattung zu haben. Das hat man ja, man hat eine Quartalsberichterstattung. Da sagt man auch, das ist problematisch, weil natürlich ich muss jedes Quartal irgendwelche Gewinnerwartungen erfüllen. Also hier habe ich so ein bisschen das ähnliche Problem wie mit diesen EPS-Prognosen. Und da ist dann sozusagen das Argument im Raum, ja, vielleicht ist es gut, diese Quartalsprognosen auf halbjährliche Prognosen oder vielleicht doch nur noch einmal pro Jahr wieder zu reduzieren, die Anzahl der Berichterstattungen. Man sieht tatsächlich empirisch, dass, wenn man sich untersucht, in den Jahren, in denen die Gesetzgebung geändert wird von jährlicher Berichterstattung zu zum Beispiel Quartalsberichterstattung, dass in diesen Jahren tatsächlich Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, Ausgaben reduziert wurden. Also es gibt diesen Anreiz. Ja. Und insofern kann man drüber, und das dann ist dann schon bei Lösungsvorschlägen, die wir dann am Ende noch diskutieren können, wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man die Häufigkeit der Berichterstattung reduziert, hat aber auch gewisse Nachteile, weil das ja auch eine Informationsfunktion hat. Richtig, wobei man dann noch sagen könnte, Informationen fließen sowieso. Das ist ja nicht so, als wenn ein Unternehmen sonst gar nicht mit Anlegern kommuniziert. Es gibt stetig Informationen. Und hier vielleicht auf seine offizielle Quartalsberichterstattung zu verzichten, das könnte schon ein Ansatzpunkt sein. Etwas, was aber sicherlich vielleicht noch relevanter wäre in der Praxis, wäre das Thema Vergütungsstruktur von Managern. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema. Wenn ich Vergütungsstrukturen abstelle auf EPS-Ziele, auf Earnings per Share-Ziele, dann habe ich natürlich das Problem maximiert, nicht? Wenn ich kurzfristig mein Earnings per Share und damit den Aktienkurs vielleicht maximieren möchte, nur um die Vergütung für das Management zu maximieren, da haben Manager natürlich den maximalen Anreiz, das auch zu tun. Und es gibt ja Beispiele, wenn es um Sperrfristen beispielsweise geht. Ne, Manager bekommen Aktien zugeteilt, können sie aber nicht sofort verkaufen, sondern sie müssen das Ablaufen der Sperrfrist abwarten, und passieren manchmal in dem Moment ganz komische Sachen. Ja, also in dem Moment, wo diese Sperrfristen auslaufen und Manager diese Aktienpakete, die ihnen zugeteilt wurden, verkaufen können, dann möchte ich natürlich haben, dass mein Kurs maximal ist, dass der kurzfristig nach oben geht, weil so kann ich meine Vergütung erhöhen. Das ist der natürliche Anreiz des Managers. Und was mache ich? Ja, ich kürze zum Beispiel Forschungsausgaben. Oder, was wir nicht besprochen haben, ich kaufe zum Beispiel Aktien zurück. Was Unternehmen sehr häufig tun. Ja. Was passiert nämlich, wenn ich Aktien zurückkaufe, dann sind die nicht mehr im Markt, die werden einfach vernichtet, die gibt es nicht mehr. Und wenn ich jetzt bestimmte Größe an Gewinngröße habe und die durch eine kleinere Anzahl Aktien dividiere, dann geht ganz mechanisch der Gewinn pro Aktie nach oben. Damit kann ich wunderbar diese Kennzahl feintunen. Und damit ist sie eigentlich auch wertlos geworden auf eine Art. Damit ist diese Kennzahl wertlos, weil sie manipuliert werden kann. Ja. Und wenn jetzt der Markt sozusagen dumm genug ist, diese mechanische Erhöhung der Earnings per Shares als langfristig zu erachten, dann geht der Kurs rauf. Dann hat der Manager sein Ziel erreicht. Er kann die Aktien zum hohen Preis verkaufen und hat somit sein Einkommen maximiert. Ja. Kann man noch was sagen zu Mergers and Acquisitions, inwieweit das vielleicht noch eine Rolle spielt in dem Bereich? Auch da gibt es in den Standardlehrbüchern den Hinweis, man sollte niemals Unternehmen kaufen, die eine höhere Earnings per Share haben, als man selbst hat.
weil das nämlich dann insgesamt zu einer geringeren Earnings oder zumindest ein PE, also ein Kursgewinnverhältnis. Oder Kursgewinnverhältnis, ja. Genau. Entschuldigung, PE, genau. Es ist das PE-Verhältnis, ja. Richtig. Ja. Man soll niemals ein Unternehmen kaufen, das einen höheren PE-Ratio hat als man selbst. Genau. Weil das dann insgesamt dazu führt, dass dieser Price-Earnings-Ratio verwässert wird und runtergeht. Und insofern sieht man auch, dass solche M&A-Transaktionen, solche Unternehmenszukäufe, die kurz vor Quartalsberichterstattungen zum Beispiel passieren, dass die in der Regel weniger werthaltig sind als solche, die eben nicht so kurzfristig dazu benutzt werden, um den Price-Earnings-Ratio zu steuern. Oder die Art der Fusion wird etwas anders dargestellt, indem man noch Barmittel beimischt in die Bezahlung, sodass man diese Kennzahlen etwas tweaken kann, um damit eben auch diese Scheueffekte zu produzieren. Wenn man es nicht zeitlich schieben kann, dann kann man noch einen gewissen Steuerungsmechanismus einbauen, indem man nicht einfach nur mit Aktien bezahlt, ne, dass nicht nur die Aktie die Akquisitionswährung ist, die eigene, die ich tausche, sondern dass ich eine Barkomponente dazu mische. Das führt auch dazu, dass diese Earnings per Share nicht zu stark absinkt. Und das sind Mechanismen, die man sieht da draußen. Ja, und insofern, das zeigt schon, es gibt ein gewisses Problem von Short-Termism. Das kann man jetzt nicht ganz negieren. Und damit hat es natürlich eine volkswirtschaftliche Komponente. Ich bin Volkswirt, du ja auch, ne? Ja genau. Ja. Insofern, tief im Herzen kommt man dann nicht um die Frage herum, was hat das für gesamtwirtschaftliche Auswirkungen, wenn es doch dieses Problem vom Prinzip tatsächlich zu geben scheint? Ja, das Problem scheint es vom Prinzip her zu geben. Genau, das ist so ein bisschen das, was wir aus all diesen empirischen Befunden mitnehmen müssen. Wie stark es wirklich makroökonomisch ausgeprägt ist, ist sehr umstritten. Also ich will mal so einsteigen in den Themenblock. Das ganze Thema ist schon vor 30, 40 Jahren in den USA sehr vehement argumentiert worden. Und schon damals hat man geglaubt, ja, wenn das amerikanische börsennotierte der Corporate Sektor so weitermacht, dann wird das ein ganz schlimmes Ende nehmen. 40 Jahre später muss man alles sagen, wunderbar. Die Amerikaner haben die wettbewerbsfähigsten Unternehmen weltweit. Also ja, auch relativ hohe Wachstumsraten im BIP, das sieht ja alles ganz gut aus. Also das hat jetzt dem amerikanischen Unternehmenssektor insgesamt nicht geschadet. Es gibt auch eine aktuelle Studie, die ich gesehen habe, die ich wahnsinnig spannend finde, die wirklich mal versuchen abzuschätzen, was sind die Kosten, die Short-Termism makroökonomisch haben kann im Sinne von reduzierten Konsummöglichkeiten der Akteure. Und da findet man, dass der Effekt, also diese Studie schätzt, dass der zwar existent ist, aber sehr klein. Also der schätzt jetzt hier konkret 0,5% Konsumabsenkung pro Jahr. Das ist jetzt nicht gigantisch. Und wahrscheinlich ist eine Antwort zu sagen, ja gut, etwas kurzfristig aufzuschieben ist das eine. Das heißt aber ja nicht, dass aufgehoben gleich aufgeschoben ist. Ich kann das ja durchaus nachholen. Das führt zwar insgesamt vielleicht zu einer gewissen Volatilität im Investitionsverhalten, was volkswirtschaftlich nicht gut ist. Aber das, was sinnvoll ist, passiert trotzdem. Aber das, was sinnvoll ist, wird langfristig trotzdem passieren. Genau. Denn das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Langfristig sitzen alle Akteure im Unternehmen im gleichen Boot. Genau. Wenn ich langfristig nicht den fundamentalen Wert maximiere und erreiche, dann haben die Aktionäre nichts davon, die Manager nichts davon, aber auch die Mitarbeiter nichts davon, auch nicht der Staat, weil er nicht die Steuereinnahmen maximieren kann. Also langfristig sitzen alle im Boot und müssten gleiche Anreize haben. Und jetzt wird manchmal gesagt, ja, aber Unternehmen, die quasi diesem Short-Termism verfallen, die neigen vielleicht auch dazu, etwas zu viel Dividenden zu zahlen, zu viel auszuschütten. Das ist ja auch eine Form vielleicht von Kurzfristigkeit, vom Erzielen kurzfristiger Effekte. Aber selbst das wäre eigentlich ja nicht so schlimm, muss man fairerweise sagen. Das ist ein wesentlicher Punkt auch in diesem EU-Dokument, mit dem wir eingestiegen sind. Da wird argumentiert, ja, die europäischen Unternehmen haben in den letzten 10 Jahren immer mehr Dividenden ausgeschüttet. Und das zeigt ja, dass sozusagen Unternehmen die Aktionäre, den Aktionären Zahlungsströme zukommen ließen auf Kosten aller anderen Anspruchsgruppen im Unternehmen. Und wenn man sich's mal genauer anschaut, dann gibt's da einige Argumente, die dagegen sprechen. Das eine ist, ja, Dividenden sind angestiegen, aber gleichzeitig haben Unternehmen im großen Stil sich auf dem Markt refinanziert, haben auch von den Aktionären Geld reingeholt. Und die Nettoausschüttung, also sprich Ausschüttung minus Kapitalerhöhungen, die ist nicht sehr stark angestiegen. Und das hat die nette Nebenwirkung, dass wenn ich gleichzeitig ausschütte und mich refinanziere, was ich eigentlich nicht tun müsste, dass ich dadurch, dass ich am Markt aktiv bin, das Monitoring auch sich verbessert. Weil ich muss ja immer, wenn ich mich am Markt refinanziere,
unterstehe ich dem Monitoring der Kontrolle des Marktes. Das ist eine aus Governance-Perspektive sehr positiv. Und das ausgeschüttete Geld ist im Übrigen ja nicht weg. Das ist ja volkswirtschaftlich immer noch da. Und das kann auch wieder verwandt werden, um in anderen sehr spannenden Unternehmen investiert zu werden. Genau, also das, wenn ich Aktien kaufe und verkaufe, wird ja das Geld nicht im Kreislauf entzogen, nein, sondern im Gegenteil, wir wollen ja hoffen, dass es den innovativsten Unternehmen zugutekommt, dass die Mittel neu allokiert werden, da wo die größten Wachstumschancen liegen. Und die Barmittel sind ja auch hoch. Das ist ja nicht so, als wenn Unternehmen dramatisch so viel ausgeschüttet hätten, dass die Barmittelquoten leiden. Ne? Wir sehen empirisch, dass die Barmittelbestände der Unternehmen so hoch sind wie nie zuvor. Ja. Und die sind viel höher, als man sie benötigen würde, einfach um das Transaktionsmotiv zu befriedigen, dass ich einfach sagen, dass ich meine Rechnungen täglich bezahlen kann im Unternehmen, sondern Barmittel haben wahrscheinlich heutzutage eine strategische Komponente in einem sehr dynamischen Wettbewerbsumfeld. Also wenn ich Barmittel habe, kann ich lästige Wettbewerber, die irgendwie hochkommen, neue Technologien haben, einfach aufkaufen. Und das tun ja große Technologiekonzerne am laufenden Band. Also das sehen wir ja. Also Barmittel sind gewaltig. Und haben eine strategische Komponente in diesen Unternehmen. Und gleichzeitig kann man sagen, dass das Verhalten von Private Equity Unternehmen oder Venture Capital Gesellschaften auch eher in der Summe dafür spricht, dass Investoren gar nicht so kurzfristig denken. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt, richtig. Wenn man sagt, wenn es so wäre, dass der Aktienmarkt und Aktionäre Unternehmen, die zwar hohe Wachstumschancen hätten, aber das kurzfristig nicht realisieren können, das einfach Zeit braucht. Wenn der Markt für solche Unternehmen nicht offen wäre und denen nicht Geld geben würde, dann gibt es ja einen Sektor, der genau darauf spezialisiert ist, nämlich der Wagniskapitalsektor. Genau, der müsste ja nicht die Lücke ja quasi füllen. Der müsste diese Lücke füllen, der tut genau das, Risiken eingehen. Ja. Von 10 Finanzierungen, die ich mache, sind 9 Abschreibungen und genau. Das eine Microsoft finanziert alles mit. Ja. Und dieser Sektor ist in den USA wahnsinnig effizient. Also da sind riesige Volumina. Aber er ist nicht größer geworden. Und er ist aber nicht größer geworden. Ja. Der schwankt über die Zeit, aber man sieht nicht, dass der eine gewisse Lücke gefüllt hätte. Und was man auch sieht, wenn man sich die IPOs in den USA anschaut in den letzten Jahren, dann sieht man viele der Hightech-IPOs, also Biotech-IPOs zum Beispiel, da waren die größte Anzahl dieser Unternehmen, hat keine Gewinne gemacht. Die haben einfach Gewinne der Zukunft versprochen, was darauf hindeutet, dass der Markt offensichtlich bereit ist, solche Unternehmen zu finanzieren. So ist es. Wenn man das also mal zusammenfasst, ja, es gibt wahrscheinlich Short-Termism, man kann das nicht ganz von der Hand weisen. Es ist wahrscheinlich aber kein gewaltig großes Problem. Es wird vermutlich ein kleines bisschen überschätzt. Trotzdem kann man es nicht ganz wegdiskutieren. Insofern darf man natürlich auch über Lösungsvorschläge nachdenken. Was könnte man vielleicht besser machen, um die Probleme, die da sind, auch noch etwas besser steuern zu können? Oder gibt es vielleicht auch Lösungsvorschläge, die offensichtlich falsch sind, die vielleicht sogar alles noch verschlimmbessern? Ja, also das wird im Moment heftig diskutiert und da gibt es viele sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Also in der EU scheint man, jetzt mal von einer Metaperspektive aus gesehen, der Meinung zu sein, man müsste dieses Shareholder-Modell ablösen von einem Stakeholder-Modell, so wie wir es auch in Deutschland tendenziell haben. Nicht? Also, dass man nicht nur auf die Aktionäre schielt, sondern alle Anspruchsgruppen im Unternehmen gleichermaßen ins Boot nimmt. Und das klingt ja zunächst mal auch sinnvoll und wahrscheinlich richtig. Und langfristig haben wir alle dieselben Ziele, das haben wir ja schon besprochen. Aber das Problem ist ja damit nicht gelöst, weil was macht so ein armer Manager? Der hat ja wahnsinnig viele widerstrebende Zielvorstellungen im Unternehmen. Wenn ich einen Aktionärswert maximieren soll, habe ich eine klare Handlungsmaxime. Da weiß ich ganz genau, was ich machen soll. Ja. Unter Berücksichtigung vielleicht bestimmter Restriktionen, dass ich bestimmte Anspruchsgruppen einfach nicht schädigen darf. Aber wenn ich jetzt lauter verschiedene Zielfunktionen habe von Arbeitnehmern, des Staates, der Gesellschaft, der Aktionäre, der Fremdkapitalgeber, das Verteilungsproblem ist sehr komplex und bleibt letztlich ungelöst. Genau. Wir haben Verteilungsprobleme, sowohl im Aktionärskapitalismus als auch im Stakeholderkapitalismus. Ja. Und da gibt es keine perfekte Lösung. Ja. Und dann natürlich gibt es, das sind sozusagen die Systemfragen, die wir führen können. Und dann gibt es vielleicht Fragen, die vielleicht ein bisschen einfacherer Natur sind. Man kann natürlich sagen, man verzichtet zum Beispiel auf diese EPS-Ziele bei der Managervergütung. Mhm. Entweder gänzlich,
Man sagt, man stellt auf andere Zahlen um, also Zahlen, die weniger manipulierbar sind, zum Beispiel Umsatzzahlen oder Gewinnzahlen, ne, die ich kann sehr einfach Kosten reduzieren und damit meine Earnings zu reduzieren, aber ich kann weniger einfach meinen Umsatz manipulieren. Ne? Das ist schwieriger. Man kann verschiedene Zielzahlen kombinieren. Das macht es auch schwieriger, das zu manipulieren. Man kann vielleicht, das sollte man tun, das Ganze nicht nur absolut definieren, diese Zielzahlen, sondern relativ zu den Wettbewerbern. Das ist sicherlich eine wichtige Sache, weil das kann ich auch nicht manipulieren, was meine Wettbewerber machen. Die EU stellt sich vor, dass man zum Beispiel auch Manager nach ESG-Kriterien bezahlt. Also dass man diese ESG-Kriterien vorgibt und Manager nach dem Zielerreichungsgrad entlohnt. Wir haben ja über ESG schon gesprochen in einem unserer Podcasts. Also wenn man sich die Rating-Systeme anschaut, dann widersprechen sich die zum Teil. Und das kann ja eigentlich nur dazu führen, dass ich genau dieses Rating-System, das ich vorgebe, wiederum manipuliere und versuche zu erreichen, aber viele andere Ziele, die auch wichtig sind, die völlig vernachlässige. Also ein Beispiel, ich kann sehr einfach messen, ob ich gute Löhne bezahle. Das kann ich in Euros messen, aber ich kann sehr schlecht messen, ob die Arbeit, die meine Leute tun, auch sinnstiftend sind und die irgendwie glücklich machen. Mhm. Und da ist halt die Frage, ob man mit so einem neuen Standard, den man einführt, wirklich das erreicht, wieder, was man oder teilweise tut, andere Probleme oder ob man erzeugt. Nicht viele nicht bedachte Nebeneffekte erzeugt, die vielleicht noch schlimmer sind als das, was man eigentlich beseitigen möchte, das Problem. Ja. Und ja, man könnte vielleicht eine Sache noch, die EU überlegt, auch sogenannte Loyalty Shares einzuführen. Das ist auch noch ein Thema, das durch die Medien geistert. Also das sind Aktienkategorien, neue Aktienkategorien, die langfristige Anleger belohnt, indem sie höhere Dividenden bekommen und zusätzliche Stimmrechte erhalten. Was eigentlich ja die Informationseffizienz von Märkten tendenziell reduziert, weil man fürs Nichtstun belohnt wird und Nichtstun heißt in dem Fall auch nicht mehr nachdenken, ob ich kaufen oder verkaufen soll. Das kann für die Informationseffizienz überhaupt nicht von Vorteil sein. Ja, also es belohnt das Nichtstun. Ne? Es belohnt faule Investoren sozusagen, die sich gar nicht die Mühe machen, Informationen zu sammeln, auszuwerten, in den Preismechanismus reinzubringen, diese Information. Es kann im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass, wenn das Unternehmen ohnehin weiß, dass die Aktionäre langfristig drinbleiben, dass die kritische Distanz zwischen Aktionären und Managern fehlt und dass da die Kontrollfunktion eigentlich darunter leidet. Und ich glaube, so das Grundproblem dieses Wunsches, Loyalty Shares einzuführen, ist das, was wir schon besprochen haben. Man muss unterscheiden zwischen dem Investitionshorizont und der Ausrichtung des Aktionärs. Ich kann auch als kurzfristig agierender Manager eine sehr langfristige Perspektive haben. Und wenn sich auch diese langfristige Perspektive schnell ändert, muss ich auch die Möglichkeit haben, das schnell in meinem Portfolio reflektieren zu können. Exakt. Deswegen habe ich nicht kurzfristig nur 3 Tage nach vorne gedacht. Exakt. Also ich kann gut heute verkaufen, weil ich der Meinung bin, ich habe alle Erwartungen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in den Preis, in meine Modellrechnung des Preises reingebracht. Aber das Unternehmen und die Manager, die da am Ruder sind, werden niemals diesen fundamentalen Wert erreichen, den das Unternehmen eigentlich haben sollte. Und deswegen verkaufe ich. Völlig informiert, langfristig gedacht, kein Problem von Short-Termism. Ja. Ich glaube, wir haben das Thema Short-Termism ziemlich umfänglich heute bearbeitet. Ich danke dir ganz herzlich, Wolfgang. Das wäre jetzt der 3. Podcast mit dir. Ich habe wieder ganz, ganz viel gelernt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, auch der ein oder andere Zuschauer hat auch einiges gelernt und ist auf Aspekte gestoßen, die man sonst so vielleicht nicht auf dem Radarschirm hat. Also nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Danke. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Prima.